So. Das und das und das, so passt das. So, du und wir holen jetzt erstmal ein bisschen was zu. Kein Weg ist mir zu weit. Nee, Fett gibt's hier nicht. Lass mal gucken, ob es irgendwo anders noch Fett gibt. Also. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, ich weiß. Sonst wird's platzmäßig ziemlich eng, kann das sein? Naja. So. Mal gucken. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, das weiß ich wohl. Immer nur Arbeit. So, jetzt muss ich ein bisschen rumgucken. Wenn wir jetzt Mehl haben, womit hören wir denn jetzt auf? Ich glaube, wir machen jetzt mal die machen Met. Und sie macht auch Met. Und so passt das. So, das heißt, wir machen jetzt hier gerade Lachs und Met. Das ist gut. Und er macht mit den Lachs. So, das heißt, 8 kriegen wir hin. Sehr schön. So geht auch alles wunderbar. So. Die Rechtsprechung wurde geändert. Nee, den verkaufen wir nicht. Oh. Ja, gerecht finde ich gut. So, jetzt sollte alles auch wieder funktionieren, mehr oder weniger. Können wir noch irgendwas anderes weiterentwickeln? Vielleicht irgendwie Platz oder so, weil ich bräuchte echt mal Platz. Nee, das können wir erst demnächst. Wie viel Geld der Welt bräuchten wir denn zum Weiterentwickeln? 5000. So viel. Das wird schwer. Ich sehe schon, das wird schwer. Ach, schön die Musik wieder. Schön. Ach ja. Lecker, hier gibt's lecker Lachsfilet, Lachsfilet. Es war so scheiße, so viel zu kaufen. Weil. Fett gibt es wahrscheinlich jetzt irgendwo mehr, oder? Gibt es schon gar kein Fett. Das ist natürlich scheiße. Jetzt ein Lachsfilet. Null Lachsfilet. So. Aber was wir machen können, wir können jetzt mal hier Mit Freuden. unsere Tür gehen. Was? Ans Werk. Mache ich. Und dann zeugen wir noch mal ein Kind. Ich meine, das kann ja auch nicht schaden. Können auch gucken, was wir hier so machen können. Lagerplatz, Schreibpult. Diplomatie, Beobachtungsglas, ausspionieren. Nee, das muss ja nicht sein. Nee. Was ist das? Ein Haus. Wir können es auch gucken, dass wir einen neuen Titel kaufen. Soll ich helfen? Wenn wir gemeinsam in unser Schlafzimmer gehen. Oh, gehen wir gemeinsam in unser Schlafzimmer. Haben wir nun Spaß? Oh, liebe Wachen, stöhn, 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 stöhn. Ich komme. Ich habe das Gefühl, dass ihr schwanger seid. Ja, wenn man kein Kondom benutzt. Ich habe kein Kondom benutzt. Oh Scheiße, du bist schwanger. Nein, das ist voll gut. Super, und der Typ läuft die ganze Zeit hier rum. Du hast auch wieder bekommen Empathie. Dann.
Falschen. Stufenaufstieg. Juhu. Falschen, wir sind gut. So, Balduin. Hopfen und Malz. Gott erhalt. Oh, es ist wieder Nacht. Weiter nichts ist. Heißt, wir... Unser Angestellten gehen jetzt wieder pennen. Er kann jetzt hier hinkommen und Lachs noch machen. So, ich hoffe, wir haben noch Geld übrig. Wahrscheinlich nicht, das wäre nämlich... Ja, wir sind im Minus. Das macht nichts. Eines eurer Kinder kann eingeschult werden. Ja, bei null Geld. So, jetzt verkaufen wir noch ein bisschen was. So, bei Fett haben wir leider nicht genug. Das heißt, 12 Lachs. 8 Met. 18 Weizenbier. Müssen leider jetzt mal so drastisch verkaufen, weil... Füße tun weh. Wir sollten echt aus dem Minus raus. Bin schon unterwegs. So, Luca, wir schicken Luca gleich zur Schule. Ist klar, und dann müssen wir nur überlegen, was er sein wird. Ich würde ja euch fragen, aber... Ich glaube, das schaffen wir zeitlich nicht. Naja. Da, da, da. La 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 la. Okay, willst du nicht aufhören zu singen? So, wo Luca, wo bist du denn? Ja, dann, los geht's! Ich will nicht! Doch, du musst! Sorry, mein Kleiner, du musst, aber... Es ist leider, wie es ist. Ich wurde eine Tochter geboren! Oh, wir haben eine Tochter! Was passt denn? Luca ist uns... Jetzt müssen wir nur einen Namen einfallen. Ich weiß wie. Ilka. Unsere Tochter heißt Ilka. Und Luca muss in die Schule. Der arme Luca. Schon schade. So. So, es kommt gleich... Und diese Produktion wurde unterbrochen. Ach nee, ich bin da schon drin. Das heißt, dann kommt es nicht. So. Der macht das noch einmal, muss ja noch, kann man noch einmal Lachs machen. Das stimmt, ja. Und wenn Luca Altonoris nehmen wir dann natürlich auch in unser drittes Teil hier auch so. Und dann geht das. Ach, es ist dunkel. Ich will mal ins Herrenhaus reingucken, wie das so aussieht. Oh. Ziemlich schön. Das ist jetzt die Wohnstube, ne? Jetzt ins Hinterzimmer. Wie sieht das Hinterzimmer aus? Ah, ein Dolch. Bomben. Ach du Scheiße. Salon. Oho. Nicht schlecht. Ach, guck mal. Ist das nicht unser Balduin? Nicht so ganz. Mit ein bisschen Fantasie vielleicht. Ich glaube, er wird Goldschmied. Ja, doch, das finde ich interessant. Wer ist er? Der Gildenvorsteher. Warum arbeiten die hier eigentlich schon? Bei mir noch nicht. Das finde ich irgendwie unfair. Und ich glaube, ich verkaufe den Pferde. Soll ich den Pferdekarren verkaufen? Erstmal wieder. Ja. Ich glaube, das kann ich machen, oder? So. Das ist, gleich schaffen wir es sogar, vielleicht sogar noch das Ding vorzuwerten. Wir haben zwar jetzt nicht mehr viel, aber... Naja. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Lachs. Ilka von Bergen.
In Klammern, Ilka, so heißt meine Freundin. Also, ne, Schatz, ich liebe dich. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, jetzt kommt's aber. I know. So. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir wieder auf die Weizenbiere. An die Arbeit, ja, finde ich gut. Ihr werdet krank. Oh mein Gott, wir werden krank. Wer wird krank? Och, schon wieder sie. Ein Knochenbruch. Angesteckt. Klar. Sicherlich doch. Der Kirchenzehnt wurde geändert. Oh. 6%. Na. Das ist aber hoch. So, gleich schaffen wir es, dass wir unsere Taverne, dann glaube ich zum Gasthaus, kann das sein? Ja, dann haben wir ein Gasthaus. Patronstufe 5. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Ja, das wird sogar passen noch. Habe ich's denn? Nee, sie muss leider, geht gerade leider nicht. Tut mir leid, meine Süße. Also, Ilka, nee, Beraline meine ich. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Erloschen. Feuer erloschen. Ach ja. Ich überlege gerade, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich glaube, wenn wir es jetzt haben, dann gucken wir, dass wir genug Geld kriegen und so. Dann schauen wir mal, dass Luca, wenn er fertig ist mit der Schule, dass er dann einen Betrieb in die Lehre geht. Wohin? Das müssen wir noch sagen, aber ich glaube, wir machen mal ein bisschen was anderes. Also ich hätte jetzt eine als Idee, vielleicht eine Goldschmiede. Oder er wird auch katholischer Priester oder Magiergelder, finde ich sehr interessant. Also, oder Heiler. Da müssen wir noch überlegen. Kunsttischlerei finde ich auch interessant. Das heißt, er würde Handwerker werden. So, geht's jetzt wieder los ans Arbeiten? Fragezeichen. Ich mache mal eine Neuverteilung. Körnerbrei, Weizenbier, Met und Met. Wollen wir wirklich noch Met machen? Ja, doch, würde ich sagen. Ich denke mal, das machen wir.